Heute für euch die Geschichte der Zaubererpolizei, den Auroren erklärt. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video tauchen wir in die Geschichte der Auroren ein. Wie kann man einen dunklen Zauberer am besten stoppen? Das ist eine gute Frage. Über viele Jahrhunderte hinweg lag es an einer kleinen Gruppe von mächtigen Mitarbeitern des Zaubereiministeriums, das Ziel zu verfolgen, die Zauberergesetze durchzusetzen. Diese Verantwortlichen, oft als Auroren oder Jäger der dunklen Künste bezeichnet, sind vielen Leuten bekannt. Doch die vollständige Geschichte dieser tapferen Gruppe bleibt oft im Verborgenen. Genau diese Geschichte möchten wir heute näher beleuchten. Obwohl die uralte Geschichte der Zaubererwelt viele Bücherregale füllt, mag es überraschend erscheinen, dass es nur wenige Texte über Auroren gibt. Dies erscheint doch recht ungewöhnlich, oder? Denn während das genaue Datum des ersten Erscheinens eines goldenen Schnatzes oder andere Gesetze, die Quidditch in mittelalterlichen Muggeldörfern regelten, interessant ist, scheint dies im Vergleich zur Zauberer-Polizeiarbeit gegen dunkle Künste, die Leben und Tod beeinflusst, weniger bedeutend. Dennoch bleibt die Geschichte der Auroren von Geheimnissen umgeben und ihre Anfänge lassen sich im 18. Jahrhundert entdecken. Der zu jener Zeit amtierende britische Zaubereiminister, ein Zauberer mit dem Namen Eldridge Diggory, gründete offiziell das erste Aurorenbüro. Bei genauer Betrachtung könnte man denken, dass das Zaubereiministerium zuvor keine Auroren besaß, und tatsächlich wäre diese Annahme nicht ganz falsch. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Aufgaben eines Auroren, wie das Verfolgen dunkler Zauberer und anderer Krimineller, von anderen Beamten im Ministerium übernommen wurde. Insbesondere die Mitglieder der Abteilung für magische Strafverfolgung übernahmen die Aufgaben, die später von Auroren ausgeführt wurden. Dank der Bemühungen von Minister Eldridge Diggory spezialisierten sich die Aufgaben der Zauberer und Hexen im Zaubereiministerium zunehmend. Statt einen gewöhnlichen Büroangestellten mit der Durchsetzung magischer Gesetze zu beauftragen, etablierte Diggory ein eigenständiges Amt für Auroren. Seit diesem entscheidenden Moment im frühen 18. Jahrhundert sind die Auroren zu einem der eindrucksvollsten und respektiertesten Bestandteile des Zaubereiministeriums geworden. Natürlich wissen wir, dass die Tätigkeiten der Auroren weit über den Kampf gegen dunkle Zauberer hinausgehen. Dennoch kann dies leicht in den Hintergrund treten, besonders wenn man an Harry Potter denkt, den bekanntesten Auror des 21. Jahrhunderts, der im Kampf gegen die Todesser und Lord Voldemort Großes geleistet hat. In den Jahrzehnten und Jahrhunderten nach der Etablierung des Aurorenbüros beschäftigte sich diese spezielle Abteilung der magischen Strafverfolgungsbehörden mit einer Vielzahl von Verbrechen. Von der Bekämpfung von Koboldaufständen bis zur Überwachung des illegalen Handels mit magischen Geschöpfen deckten die Auroren ein breites Spektrum ab. Sie dienten sowohl als Polizeikräfte der Zaubererwelt als auch als das, was man am ehesten mit einer Armee vergleichen könnte. Nicht lange nach der Gründung des Aurorenbüros wurde einer seiner Mitglieder zum Leiter des gesamten Zaubereiministeriums ernannt. Dieser begabte Zauberer, ein geschickter Duellant namens Hespatos Gore, übernahm das Amt in einer äußerst aufgeladenen und turbulenten Phase, in der die britische magische Gemeinschaft dem Ministerium noch skeptisch gegenüberstand. Es waren noch nicht einmal 50 Jahre vergangen, seit das Zaubergemott zum Zaubereiministerium wurde. Noch kürzer war die Zeitspanne, in der das Ministerium begonnen hatte, in der magischen Gemeinschaft Patrouille zu fahren und die Gesetze für magische Wesen zu implementieren. In den vorherigen Jahrhunderten zeigte das Zaubereiministerium wenig Eifer bei der Verfolgung von Straftaten. Ähnlich wie muggelstämmige Gerichte schien auch das Zaubereiministerium oft unter dem Einfluss öffentlichen Drucks zu handeln und ignorierte geringfügige Vergehen. Doch das neu formierte Zaubereiministerium unterschied sich. Durch verbindliche Abkommen mit internationalen Zaubererregierungen wie dem Internationalen Statut der Zauberergeheimhaltung wurden die Auroren zu aktiverem Handeln verpflichtet. Um ihre Verpflichtungen gegenüber ausländischen Nationen zu erfüllen und den Frieden zu sichern, intensivierten die Auroren ihre Bemühungen zur Verbrechensbekämpfung. Es war nur eine Frage der Zeit, bis einige magische Wesen in Großbritannien ihre Unzufriedenheit darüber äußerten, dass das Ministerium und seine Auroren ihnen vorschrieben, was richtig und was falsch sei. Hepastos Gore spielte dabei eine zentrale Rolle. Nach seiner Ernennung zum Minister gerieten die Kobolde in Aufruhr und die Werwölfe schlossen sich ermutigt durch die Gelegenheit der Rebellion an. Doch Hepastos Gore war entschlossen und standhaft, bereits als einer der ersten Auroren in der Abteilung für magische Strafverfolgung.
Dank seines tiefen Verständnisses für die Psychologie und die Schwachstellen jedes magischen Wesens in Großbritannien führte Gore das Ministerium zu einem Sieg und etablierte ein Jahrhundert des Friedens in der britischen Zauberergemeinschaft. Aus den Trümmern dieser entscheidenden Rebellion heraus festigte das Ministerium seinen Einfluss über die britische Zaubererwelt. Die Einführung und Durchsetzung seiner Gesetze dienten vielen Zauberern in diesem Gebiet als abschreckendes Beispiel, eine Entwicklung, die zweifellos positiv zu bewerten ist. Es mag verlockend sein, mit einer gewissen Nostalgie auf die Zeit vor den Auroren zurückzublicken und sich an die zahlreichen Geschichten über dunkle Zauberer und finstere Wälder voller Vampire zu erinnern. Die Welt vor der Existenz der Aurorenabteilung mag für viele wie ein abenteuerlicher Ort erscheinen. Für den durchschnittlichen Zauberer und die durchschnittliche Hexe, die lediglich den Wunsch hatten, ihre Familie in Sicherheit aufzuziehen, war die Entscheidung für eine Welt mit Auroren klar. Sie sahen Vorteile darin, je effektiver und präsenter die Auroren und die Abteilung für magische Strafverfolgung agierten. Nachdem Minister Gore die besagte Rebellion erfolgreich unter Kontrolle gebracht hatte und bis zum Ausbruch von Grindelwalds globalem Zaubererkrieg im frühen bis mittleren 20. Jahrhundert, blieb die Aurorenabteilung weitestgehend ruhig. Sie überwachten die Straßen und Ortschaften der britischen Zaubererwelt, bekämpften einige Werwölfe und verbannten zahlreiche Verbrecher nach Azkaban. Doch die scheinbare Ruhe täuschte. Würde man einen Kobold, einen Hauselfen oder einen Zentauren nach ihrer Meinung zum Ministerium und seinen Auroren fragen, könnte die Antwort überraschend sein. Für sie verschwamm die Unterscheidung zwischen einem dunklen Zauberer und einem Auroren mit gestreifter Robe. Beide repräsentierten einen zauberischen Elitismus und beide schränkten die Rechte der Nichtzauberer ein. Als der dunkle Zauberer Gellert Grindelwald die Heiligtümer des Todes verfolgte und später die Herrschaft über die Zaubererwelt anstrebte, wurden die Auroren des britischen Zaubereiministeriums in die Auseinandersetzung mit hineingezogen. Während des globalen Zaubererkriegs, der von den 1920er Jahren bis in die frühen 1940er Jahre andauerte, verwandelten sich die britischen Auroren in eine paramilitärische Einheit. Sie setzten ihre Fähigkeiten im Umgang mit dunklen Künsten und im Duellieren ein, um Grindelwald über verschiedene Kontinente hinweg zu verfolgen. Letztendlich war es Albus Dumbledore, der spätere Leiter der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, der den Konflikt beendete, indem er Gellert Grindelwald besiegte. In den darauffolgenden drei Jahrzehnten kehrten die Auroren des Ministeriums nach Großbritannien zurück und überwachten weiterhin die Gassen der Winkelgasse, stets wachsam gegenüber dunklen Hexen und Zauberern. Es dauerte nicht lange, bis ein weiterer dunkler Zauberer aus den eigenen Reihen aufstieg und eine Bedrohung für das Ministerium darstellte. In den 1970er Jahren sammelte Tom Riddle eine Gruppe von Gefolgsleuten um sich. Diese Einheit, von ihm als Todesser bezeichnet, versetzte die britische Zauberergesellschaft in Angst und Schrecken. In ihren Bemühungen, die Todesser zu stoppen, griffen die Auroren zu Maßnahmen, die zuvor undenkbar gewesen waren. Sie wandten die unverzeihlichen Flüche wie Avada Kedavra, Crucio und Imperio an. Nachdem Lord Voldemort in der Halloween-Nacht 1981 besiegt wurde, erlangten die Auroren die Kontrolle über die Situation. Sie fassten die verbliebenen Todesser und stellten sie vor den Zaubergerichtshof. Zu jener Zeit schien der Hauptkonflikt des ersten Zaubererkrieges beendet zu sein. Die Auroren lösten ihre Kriegsstruktur auf und widmeten sich wieder der regulären magischen Strafverfolgung. Doch als Voldemort in den 1990er Jahren wieder auftauchte, überraschte er die Auroren mit einer hinterlistigen Taktik. Der Dunkle Lord plante, das Ministerium durch die Infiltration mit Todessern zu schwächen oder durch den Einsatz des Imperiumfluchs auf arglose Ministeriumsangestellte zu manipulieren. Dadurch gelang es ihm beinahe, die Auroren vollständig auszuschalten. Mit den Jägern der dunklen Künste Großbritanniens aus dem Weg stellte nur noch Harry Potter eine ernsthafte Bedrohung für Voldemort dar. Wie wir alle wissen, scheiterte Voldemorts Plan letztendlich. Harry Potter besiegte ihn und die Todesser wurden erneut gefasst und ins Gefängnis Azkaban gebracht. Nach dem Ende des Zweiten Zaubererkrieges erhielten diejenigen, die gegen Voldemort gekämpft hatten, Angebote, in der neu etablierten Aurorenabteilung zu arbeiten. Viele Verteidiger von Hogwarts, einschließlich Harry Potter selbst, nahmen diese Gelegenheit dankend an. Es überraschte nicht, dass Harry bald eine bedeutende Position im Ministerium innehatte. Dies war zweifellos eine positive Entwicklung. Ein Großteil von Harry Potters Leben war geprägt von Misstrauen innerhalb der zaubernden Gemeinschaft. Früh hegte das Zaubereiministerium Zweifel an dem, was Harry symbolisierte. Eine offene Frage blieb, ob die Gefahr durch Voldemort tatsächlich gebannt war. Selbst nachdem der Dunkle Lord wieder zu Kräften gekommen war und Harry Potter bedrohte, zögerte das Ministerium, die Möglichkeit eines erneuten Konflikts anzuerkennen.
Diese ständigen Ungewissheiten und die Verwirrungstaktiken des Ministeriums stürzten Harry in eine sehr schwierige Phase. Doch nach Voldemorts Untergang sah Harry im Ministerium endlich das, was es für ihn immer hätte sein sollen: ein wachsamer Schutz für alle Zauberer in Großbritannien. Innerhalb eines Jahrzehnts avancierte Harry aufgrund seiner beeindruckenden Karriere als Auror zu einer herausragenden Position im Ministerium, die schnellste Beförderung in dessen Geschichte. Mit gerade einmal 26 oder 27 Jahren übernahm er die Leitung der Aurorenabteilung. Auroren gelten als Helden. Zumindest wird dies oft von den Zauberern und Hexen betont, die auf ihren Schutz angewiesen sind. Ohne die Auroren wäre die magische Welt in Großbritannien zweifellos unsicherer. Sie standen mutig gegen monströse Aufstände und stellten sich zahlreichen dunklen Zauberern entgegen. Wenn man darüber nachdenkt, wie viele unschuldige Leben die Auroren beschützt haben, fällt es schwer, sie nicht als tapfere Krieger zu betrachten. Dies könnte die angemessene Perspektive sein, in der wir sie sehen. Doch aus der Sicht anderer, wie etwa der Kobolde, die sich gegen ihre zweitklassige Behandlung wehrten, oder der Werwölfe, die unverschuldet von der schicksalshaften Lykanthropie betroffen waren, erschienen die Auroren möglicherweise nicht als Retter in Rüstung. Für manche magische Wesen wurden sie vielleicht eher als Bedrohung, denn als Helden wahrgenommen. Und das war's mit diesem Video. Habt ihr noch weitere Fragen zur Geschichte der Auroren? Habe ich etwas übersehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo für den Kanal da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.